Herzlich willkommen zu diesem Video und in diesem Video zeige ich nun, wie man auf Facebook beliebig viele Interessenten für seine Produkte oder Dienstleistungen finden kann. Da gibt es einen kleinen Trick und dann werden Sie wirklich völlig verblüfft sein. Das kann ich versprechen, sowas werden Sie noch nie gesehen haben, wie detailliert und wie unbegrenzt man hier Interessenten finden kann. Das ist im Prinzip eine ganz einfache Sache, aber so powerful, dass ja, also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, konnte ich das gar nicht wirklich glauben. Ich bin jetzt hier bei Facebook eingeloggt und im Moment habe ich hier mein Facebook auf Deutsch. Das ist der erste Schritt, den wir jetzt unternehmen müssen. Wir haben auf dem deutschen Facebook noch nicht diese Möglichkeiten, wie es das auf dem amerikanischen Facebook gibt. Da gibt es schon diese Graph Search, heißt das, wo man ganz genau nach Dingen suchen kann und die spuckt einen dann Facebook auch auf. Damit wir das jetzt umstellen, müssen wir einfach hier drüben auf diesen Pfeil gehen. So, es sei dazu gesagt, das geht jetzt natürlich Hand in Hand, ein bisschen Englisch sollten Sie jetzt hier können, um hier mitschauen zu können, aber das ist echt nicht tragisch. Also hier auf den Pfeil klicken und dann einfach auf Einstellungen gehen. Jetzt kommt hier unten die Sprache und da klicken wir auf Bearbeiten. Und hier bei der Hauptsprache nicht mehr Deutsch, sondern Englisch US. Dann das Ganze speichern und achten Sie jetzt hier oben auf diese Zeile. Die wird jetzt nämlich gleich breiter. So, jetzt haben wir sie umgestellt auf das amerikanische Facebook und jetzt haben wir hier die Graph Search. Jetzt können wir hier Folgendes machen. Hier in diese Suchleiste können Sie alles eingeben, was Sie möchten. Und Facebook spuckt Ihnen die Leute aus, die entweder genau das im Profil haben oder Seiten geliked haben oder Mitglieder von Gruppen sind. Da können Sie eigentlich so kreativ sein, wie Sie möchten. Sie werden hier alles finden. Ich zeige Ihnen jetzt ein kleines Beispiel. Ich mache ja sehr gerne Videos, wie man sieht. Ich interessiere mich auch sehr viel dafür. Und einer meiner Mentoren ist James Wedmore aus den USA. Den habe ich schon ab und zu mal einen Kurs abgekauft und habe von denen eigentlich sehr, sehr viel gelernt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit Leuten verbinden möchte, die auch in Videomarketing interessiert sind, dann wäre es ja ganz hilfreich, wenn ich auch Menschen finde auf Facebook, die auch sich für James Webmore interessieren oder vielleicht auch schon das eine oder andere Seminar oder den einen oder anderen Kurs beim gebucht haben. Und jetzt kann ich hier Folgendes machen. Ich klicke jetzt hier rein und jetzt schreibe ich hier rein People who like James Webmore. So. Ich sehe jetzt hier, James Webmore hat hier eine Fanpage mit beinahe 20.000 Likes. Da klicke ich jetzt drauf. Und jetzt zeigt mir Facebook hier rechts die Fanpage von James Webmore und links sind jetzt alle Leute, die diese Fanpage geliked haben. Sie sehen jetzt diese Leute nicht, weil ich aus Datenschutzgründen das verdunkle. Das geht niemandem etwas an, wer diese Leute jetzt sind. Und es geht jetzt hier nur, dass ich Ihnen veranschauliche, wie das Ganze aussieht. Das sind jetzt alle Leute, die James Webmore geliked haben. Und hier kann ich jetzt weitermachen. Ich kann das so genau filtern. Ich kann jetzt hier mal aussuchen, männlich oder weiblich. Klicke ich hier auf weiblich, dann zeigt mir Facebook alle Frauen an, die James Webmore geliked haben. Dann kann ich hier weitergehen, Beziehungsstatus, dann Arbeitsplatz, dann Heimatstadt, dann die momentane Stadt, wo die leben, die Schule könnte ich aussuchen. Das ist absolut unbegrenzt und Facebook spuckt mir immer die Leute aus. Dann kann ich das noch besser filtern, indem ich nicht nur eine Fanpage eingebe, sondern zwei. Ich möchte zum Beispiel Leute, ich möchte ein bisschen noch genauer ins Detail gehen und noch etwas anderes, was mit Videomarketing dazu hat, hier in die Suche reinnehmen. Zum Beispiel einer der zweiten Mentoren ist Gideon Sherwick. Der hat auch eine Fanpage. Wenn ich jetzt hier bei den Likes auf Add gehe, kann ich eine zweite Fanpage hinzunehmen. Da klicke ich jetzt hier auf Auswählen. Jetzt gebe ich hier rein Gideon Sherwick, dann nehme ich jetzt dazu
Und jetzt spuckt mir Facebook alle Leute aus, die die Fanpage von Gideon Shalwick und die von James Whitmore geklickt haben. Also es wird hier noch viel, viel detaillierter. Hier kann man rumspielen, Anthony, man kann auch hier noch mehrere Filter einbauen. Da geht es dann wirklich, ja, also mehr Details gibt es fast gar nicht mehr, als wie man hier dann suchen kann. Die Geburtsdaten der Leute, das ist der absolute Wahnsinn und hier müsste sich einfach mal vorstellen, welche Möglichkeiten sich hier bieten. Man kann hier in jeder Nische, in jeder Sparte wirklich Leute suchen, die sich für seine Produkte und Dienstleistungen interessieren. Zum Beispiel, wenn ich hier einen Bootsshop habe, einen Online-Shop mit Zubehör, dann kann ich mir hier genau die Leute raussuchen, die sich für Segeln interessieren, die sich für Motorboote interessieren, was auch immer. Und man kann dann auch zum Beispiel mit der Facebook Pay-per-Click-Werbung oder mit den Dark Posts, die jetzt gerade sehr aktuell sind, genau diesen Menschen Werbung senden. Dass wirklich nur die zielgerichteten Leute die Werbung sehen. Also es ist hier absolut unglaublich, was hier möglich ist. Ich werde dann auch mal noch eine kostenlose Software vorstellen, wo man genau diese Leute dann rausziehen kann und genau diesen Menschen Werbung senden kann. Es ist absolut unglaublich, was hier möglich ist. Aber es geht auch mit der kostenlosen Variante, indem man einfach ganz normal Kontakt mit den Menschen aufnimmt. Dass man zum Beispiel einfach mal eine Nachricht schreibt, vielleicht nicht immer gleich eine Freundschaftsanfrage, denn das mag ja Facebook nicht, dass man sagt, hallo, ich habe Sie hier auf dieser Fanpage gefunden, würde mich freuen, wenn wir hier Freunde werden könnten, denn ich interessiere mich auch bei Ihnen für dieses Thema, vielleicht kann man sich ja mal austauschen. Das kann man hier machen. Das ist der traditionelle Weg. Und ja, damit möchte ich dieses Video jetzt dann auch beenden. Stellen Sie es um und sehen Sie mal hier rein. Das ist absolut unglaublich. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich möchte jetzt nur noch zum Schluss sagen, klicken Sie auch auf meine Webseite. Sie sehen sie eingeblendet, benjaminbeibel.at. Da biete ich einige wirklich kostenlose und sehr hilfreiche Downloads an zum Thema Marketing. Da ist ein E-Book dabei, da ist ein Video dabei, völlig kostenlos. Schauen Sie auf die Seite, stöbern Sie rum. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie meinen Kanal und geben Sie mir ein Gefällt mir, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wiedersehen.